wir gehen gleich durch die sogenannte hypnotische Induktion. Hypnotische Induktion ist der Moment, in dem dein Oberbewusstsein von deinem Unterbewusstsein getrennt wird, indem ich das Oberbewusstsein ablenke, dafür sorge, dass wir direkten Eingriff auf dein Unterbewusstsein haben. In einem bestimmten Moment sage ich das Wort Schlaf. Hypnose braucht nicht Schlaf zu bedeuten. Hypnose ist auch Fokus und Konzentration. In dem Moment darfst du die Augen schließen, die Nackenmuskeln entspannen und meinen Worten bewusst oder unbewusst folgen, dich treiben lassen, die Augen wieder öffnen, wenn ich dich bitte, die Augen zu öffnen. Alright. Wir machen nichts, was peinlich ist, wir machen nichts, was schädlich ist, nur Dinge, die cool sind und zeigen, wie weit du mit deinem Geist gehen kannst. Ach, guck mal, jetzt sehe ich es. Also wirklich ein Zufall. Ich habe gleich T-Shirt an. So. Sehr cool. Gib mir kurz die Hand. Schau genau hier auf die Hand. Schau mir die Hand näher an. Es ist 3, 2 und schlüpfen. Desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich. Und desto besser du dich fühlst, desto tiefer sinkst du. Hand bleibt hier kleben. Sinkst immer weiter in diesen wunderschönen Zustand der Hypnose. Die nächsten Worte sind nicht für dich bestimmt. Ja, das ist mir wirklich. Also, der Timon, das war ein. Man hört ihm total gerne zu. Der ist super nett. Und der hat dann immer so, der redet die ganze Zeit mit einem, schnippt dann zwischendurch mal fest an sie auf die Schulter an, also. Dennoch, jedes Wort, das du hörst, wird dich tiefer und tiefer in diesen wunderschönen Zustand sinken lassen. In ungefähr 20, 30 Worten bin ich wieder bei dir. Diese Worte sind nicht für dich bestimmt, du singst immer weiter. Das wäre hier keine Selbsthilfegruppe. Da kamen wir für die Vergesslichkeit. Und ich würde sagen, wir können eigentlich auch ein kleines bisschen Spaß damit haben. Er funktioniert nämlich sehr, sehr gut für Hypnose. Also sagen wir, gehen ein, zwei Schritte weiter. Frank, diese Worte sind wieder für dich bestimmt. Stell dir vor, du läufst durch ein Traumland. Und in diesem Traumland findest du einen großen Baum mit darunter einem schweren Stein. Du hebst den Stein an, du nimmst die Zahl 4, du legst sie unter den Stein, du legst den schweren Stein oben auf. Du läufst weg. Mit jedem Schritt, mit jeder Sekunde, mit jedem Wort, das du wegläufst, merkst du, wie die Zahl 4 komplett aus deinem Kopf entfernt, wie die Zahl 4 sich komplett aus deinem Kopf entfernt, weiter und weiter und weiter. Wenn du gleich die Augen öffnest und in diesem schönen Zustand der Hypnose bleibst, wirst du merken, wann auch immer du von 1 bis 10 zählst, zählst du automatisch 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also das weiß ich gar nicht. Ich wusste dann immer, wenn er dann so geschnippt und ich dann, das habe ich dann so mitbekommen, aber alles so schleierhaft war das. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Desto schneller du die Zahl überspringst, desto besser fühlst du dich. Sogar wenn du die Zahl wissen würdest, könntest du sie nicht aussprechen, genauso wie es unmöglich war, den Arm zu biegen. Du könntest sie nicht aussprechen. Ich zähle gleich von 1 bis 3. Alles passiert genauso, wie ich es dir gesagt habe. Sobald ich das Wort Schlaf sage, sinkst du wieder doppelt so tief. Du bleibst in einem schönen Zustand der Entspannung. Es ist 1, 2, fühlen wir die Augen langsam leicht werden. 3. Schüttel dich kurz aus. Geht's dir gut? Ja. Frank, kennst du das Gefühl, wenn man morgens aufwacht und du weißt, du hast irgendwas vergessen? Du weißt noch nicht was? Das kenn ich sehr gut. Oder das Gefühl, wenn du aufstehst, du läufst in die Küche, du kommst da an und du weißt einfach nicht mehr, was du da machen wolltest. Oder vielleicht, wenn du in der U-Bahn bist, du denkst, fuck, ich musste gerade da raus, aber du hast es einfach vergessen in dem Moment. Kennst du das Gefühl gut? Kenn ich, das kenne ich ganz oft. Dein Name noch mal kurz? Frank. Sehr gut. Wo kommst du her? Berlin. Jetzt zähl mal ganz kurz deine Finger durch. Wir zählen einmal von 1 bis 10. Just gone wie ein schwerer Stein. Wir zählen einmal von 1 bis 10. Einmal laut. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Das stimmt nicht. Wie viele Finger hat ein Mensch? 10. Wir checken noch einmal. Wir haben uns verzählt, glaube ich. Aber schneller. Ja. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Das weiß ich. Ja, ich weiß noch, ich habe das so mitbekommen, aber ich wusste, ich konnte die Zahl 4 nicht. Also. Ja, das geht nicht. Das geht nicht auf. So, ich mach dir folgenden Deal. Frank, ich weiß nicht, ob du das glauben würdest. Ich habe dir einen Gedanken. Oh, ihn zerreißt es gerade. Was ist los? Wir machen ja einen Fehler, pass auf. Ich habe dir Gedanken gezockt. Ich würde dir den Gedanken zurückgeben. Ja. Du weißt aber natürlich, in deinem Kopf ist begrenzt Platz, in jedem Kopf. Das heißt, wenn ich den Gedanken zurückgebe, muss ich von dir einen anderen Gedanken nehmen. Zum Beispiel deinen Namen. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Wir nehmen den einen Gedanken, der dir fehlt, von hier. Das ist eine Zahl, hier kommt sie. Und den Namen. Nehmen wir einmal hier und legen den Namen hier oben hin. Zieh nochmal die Finger durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dein Name, gone. Wie heißt du? Timon? Sorry, noch mal ganz kurz. Sorry, vielleicht hat es dich. Sorry, ich habe dich vielleicht ein bisschen überrumpelt. Du kommst woher? Berlin. Du bist wie alt? 37. 37 und dein Name nochmal? Ich
würde dir einen Buchstaben zurückgeben. Hier ist Buchstabe 1. Das ist der erste Buchstabe. F. Perfekt. Der zweite Buchstabe. R. Der dritte Buchstabe bleibt liegen. Und was ist der vierte Buchstabe? N. Und der fünfte Buchstabe? K. F-R-N-K. Das heißt, der Name ist? Frank. Fett. Ja, Frank. Frank ist natürlich. Das ist natürlich Quatsch, aber. Das war dann in dem Moment, hieß ich halt Frank. Also das. Also das ist verrückt. Stimmt das nicht ganz, oder? Fühlt sich nee, es fühlt sich falsch an. So, wir nehmen noch einen Buchstaben. Falsch an. Wir setzen ihn einmal in die Mitte. Dein Name? Frank. Perfekt, Frank. Alter. Ey, mega, mega gut. Schau kurz hier auf die Hand. Schau, wie die Hand näher an dein Gesicht kommt. Und es ist 3, 2 und schlaf. Und desto tiefer du singst, desto besser fühlst du dich. Und desto besser du dich fühlst, desto tiefer singst du. Frank, ich zähle gleich von 1 bis 5. Wenn ich bis 5 gezählt habe, ist alles wieder normal. Nicht nur das, du weißt nicht nur deinen Namen wieder. Du kannst deinen Arm wieder frei bewegen. Du kennst wieder alle Zahlen. Für die nächsten Wochen, Monate, Jahre, sogar den Rest deines Lebens wirst du merken. Und wenn du dir was merken musst, und das ist mein Geschenk an dich, gibt es in deinem Kopf extra Fokus und du wirst die Sache, die du dir merken musst, an die du dich erinnern musst, mit viel mehr Leichtigkeit merken. Und du wirst merken, dass deine Teamkollegen dir Komplimente zu deinem increased Gedächtnis machen. Ich zähle von 1 bis 5. Sobald ich bis 5 gezählt habe, hast du die Augen wieder auf. Eine einzige Sache ist anders. Weil auch immer ich dich heute zum ersten Mal nach einer Zahl zwischen 1 und 100 frage, antwortest du automatisch 23. Die erste Zahl, die dir in den Kopf kommt, ist 23. Es fühlt sich an, als wäre es ein freier Wille. Wenn ich dich zum ersten Mal nach einer Zahl von 1 bis 100 frage, antwortest du automatisch 23. Das ist die erste Zahl. Danach ist alles wieder genauso, wie es vorher war. Ich zähle von 1 bis 5. Mit jeder Zahl, die ich zähle, steigt dein Arm weiter in die Luft. Das ist 1. Merken, wie der Arm langsam weiter in die Luft steigt, wie du dich langsam gut fühlst, alles wieder zurück in deinen Kopf kommt, du die volle Kontrolle über Körper, Geist und Seele zurückerhältst. Das ist 2. Merken, wie Energie in deinen Körper kommt, wie sich dein Geist stärkt, wie dein Gedächtnis gestärkt wird. Das ist 3. Merken, wie langsam ein großes Lächeln in dein Gesicht kommt, wie das Lächeln immer unwiderstehlicher wird, wie das Lächeln langsam aus dir rausbrechen will, wie es immer heftiger wird. Du kannst das Lächeln kaum mehr zurückhalten. Es ist 4. Merken, wie das Lächeln immer größer wird. Du fühlst dich unglaublich gut. Eine 10 out of 10. Fühlt sich mega. Und es ist 5. Einmal die Augen auf. Wie fühlst du dich? Sehr gut. Mega. Sehr gut. Frank, wir haben mega Sachen gemacht. Die kannst du dir nachher auf dem Video mal angucken. Vielleicht liegt über manchen davon der Schleier des Vergessens. Eine Sache würde ich gerne noch mit dir testen. Ja. Würdest du sagen, du hast eine gute Intuition? Mehr oder weniger. Vielleicht sagst du auch nein. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das ist nicht besonders. Wir checken es mal ab. Warte einen ganz kurzen Moment hier. Guck mal hier. Pass auf, mach die Augen kurz zu, Frank. Ja. Ich will kurz was aufschreiben. Das ist Top Secret. Schreib's kurz auf, ich zeig's der Kamera. Dann gibt's für mich auch keinen Weg mehr zurück. Okay? Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Sehr gut. Frank, mach die Augen auf. Du kannst es einmal auf deine Hand legen, verdeckt. Das ist Intuition. Du nimmst gleich die erste Antwort, die dir in den Kopf kommt. Ich zähle bis 3. Auf 3 sagst du mir eine Zahl zwischen 1 und 100. Das ist 1, 2, 3. 23. 23. Das ist krass, wenn du 23 draufsteht. Ja. Hau raus. 23. Mega, ich danke dir. Du hast das sehr, sehr gut gemacht. kann ich das jetzt? Probier es mal mit ihm aus. Ich glaube, er fand es richtig geil. Und vielleicht probierst du es mal mit Leon. Danke dir. 23. Ja, das war krass. Also, der Timo, der ist wirklich ein mega netter Typ. Und eins, was ich gucke gerade, das ist ja 8 Minuten ungefähr so lang. Mir kam das so vor, wie so 2,5 Minuten.